Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Teil Way of the Hunter. Ja, wir sind wieder bei der Entenjagd. Ich hoffe, ich schieße heute noch ein paar. Und ja, viel Spaß beim Video. Let's go. So, jetzt pass auf. Boah, ey, Digga, mein Controller eskaliert wieder völlig. Aber ich habe eine Ente erwischt. Ich muss den Controller rausziehen. Das ist ja wohl, also... Gestern hatte ich den noch dran, weil ich so ein bisschen Wreckfest gespielt habe. Aber das geht ja gar nicht. Oh, hier ist die Ente. Schöner Erpel. Mit zwei kleinen Kügelchen getroffen. Aber er hatte trotzdem keinen Bock mehr. Achso, guck mal, der erste Schuss. Ah, okay. Im ersten Schuss habe ich mit zwei kleinen Kügelchen getroffen. Aber das hat nicht ausgereicht für ihn. Und beim zweiten Schuss habe ich ihn dann voll erwischt. Ah, okay. Also es sind die Tiere, also die Einertiere sind tatsächlich doch nicht mit der ersten Kugel tot, sondern die können das auch ausschwitzen. Also die können auch sagen, okay, ich habe jetzt zwei Kugeln drin, ich fliege trotzdem weiter, Digga. Ja, schön. Oder? Oh. Da kommt was. Ja, kommt. Oh, ein Schuss, zwei Treffer. LOL. Lad nach, die sind noch nicht besiegt. Lad nach, die sind noch nicht besiegt. Digga. Okay. Die treffe ich anscheinend nicht mehr. Also ich wiederhole mich natürlich gerne für Leute, die gerade noch reingekommen sind. Es hat immer noch seine Ecken und Kanten. Es hat immer noch seine Kinderkrankheiten. Also besonders sowas wie, man kann die Tastenbelegung in dem Spiel nicht ändern. Man kann überhaupt nicht einsehen, mit welcher Taste man irgendwas hier macht. Man muss es testen, weil das Spiel einfach in den Optionen noch nicht die Option hat, dass man das einsehen kann. Das sind solche Beispiele dafür, dass es halt noch seine Ecken und Kanten hat und noch ein bisschen verfeinert werden muss. An sich ist das Spiel schwerer als Call of the Wild in bestimmten Aspekten, zum Beispiel in der Blutspurfindung. Also das ist wirklich, da sind wirklich drei Tropfen Blut an irgendeinem Buschblatt oder sowas und das musst du erstmal sehen, das musst du erstmal finden. Das ist so krass manchmal. An sich wird es gerade gehypt und wird es gerade von allen gespielt, weil es irgendwas Neues ist. Weil es eben nicht Call of the Wild ist, sondern einfach ein neues Spiel in dem Setting. Und ja. Aber an sich ist es wirklich ein gutes Spiel, es macht Spaß, braucht halt wahrscheinlich noch so ein bisschen seine Zeit, ne, bis es wirklich reift und es hat Potenzial, es kann wirklich sehr gut werden. So. Der hatte überhaupt gar keinen Bock mehr. Sind hier vorne noch Enten? Lol, okay. Natürlich gucken, wo ich jetzt überall noch Enten liegen habe. Ne? Grafikvergleich. Ja, das sieht hier alles ein bisschen grisseliger aus als in Way of the Hunter. In Way of the Hunter ist die Grafik, ich würde jetzt nicht sagen schlechter, aber irgendwie so abgerundeter. Verstehst du, was ich meine? Das sieht hier alles so ein bisschen so... Weiß ich nicht. Okay, wir haben ihn schon mal getroffen, hinten am Bürzel mit zwei Schuss. Aber der hier hat wirklich... abgeliefert. Ich glaube, ich finde nicht alle Enten wieder. Kann ich euch jetzt schon mal versprechen. Oh, da liegen zwei. Das ist gut. Ich glaube, das sind die zwei, die ich mit einem Schuss gemacht habe. Ich kann halt auch nicht so richtig orten, von wo die Ente ruft. Also, weil die auch manchmal über mich drüber fliegen.
ist Elchtrinkgebiet, okay. Es ist halt auch alles ein bisschen, gerade wenn man hier so Spuren sucht und so. Das ist sehr, sehr schwierig, finde ich. Also da ist das Game sehr realistisch. Ich muss gestehen, dass zum Beispiel der gute Shifty in seinem Video gesagt hat, dass die Tiere schreckhafter sind als in Call of the Wild, kann ich jetzt noch nicht bestätigen. Weil ich teilweise mitten im Wald vor einem Fasan stehe, der einfach nicht abhaut. Also ich stehe wirklich 3 Meter davor. Er ist überrascht, dass ich ihn sehe und ich bin überrascht, dass ich ihn sehen kann und schieße einfach drauf. Bam. Das kommt mir in Call of the Wild ein bisschen seltener vor, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und genau das gleiche ist es mit Hirschen oder sowas. Ich drehe mich auf einmal um und da stehen 50 Meter vor mir Hirsche, die mich noch nicht entdeckt haben. Und dann schieße ich auf die. Und das muss, ich muss sagen, dass in Call of the Wild da schon längsten Warnruf gekommen wäre. Die hätten mich schon längst bemerkt, die wären schon längst nervös oder sowas. Ich kann das also noch nicht so richtig bestätigen, dass hier, dass die Tiere mich hier später sehen. Dass die Tiere mich hier früher sehen. Lol. Also Blutspuren suche ich hier schon gar nicht mehr bei Enten. Mir wird aber die Leiche immer so als gelbes Signal gezeigt. Und danach suche ich gerade so ein bisschen. Amerikanischer Schwarzbär trinke oft, okay. Habe ich auch noch gar nicht gesehen auf der Map. Und tot! Ich wusste es. Ups. Schön. Nachladen. Erstmal nachladen. Oh, den haben wir auch beim ersten Mal schon getroffen. Da war er am Boden, okay. Mit dem zweiten Schuss dann gar keinen Bock mehr. Top. Warum ich manchmal nur 4 statt 5 Sterne Jagdbewertung bekomme, verstehe ich manchmal auch nicht. Kommt her, meine Enten, kommt her. Ah, die trauen sich nicht mehr, ne? Die trauen sich nicht mehr. Die wissen jetzt, da unten ist einer mit einer Schrotflinte und der schießt auf alles, was hier fliegt. Aber ich muss halt auch ein bisschen üben, ne? Also so fliegendes Zeug zu schießen, ist halt auch gar nicht so einfach. So ein bisschen vorzielen, ne? Und dann die Entfernung, darauf kommt es auch an. Also was hier natürlich auch auf jeden Fall Vorteil in der Grafik ist, du hast eine Renderdistanz der Tiere von 800 Metern. Ich habe in meinem ersten YouTube-Video, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, mein erster Eindruck vom Spiel, habe ich ja Tiere gesehen, die 600 Meter entfernt waren. Das war krass. Na, ja, ich glaube, mit der Knifte kann ich Rotfuchs auf jeden Fall nicht schießen, aber ich kann es probieren. Also ich muss ja das erstmal ausprobieren, ne? Das Gerät hier. Ich musste doch erstmal ausprobieren. Einfach zerstört. Rechte Lunge, linke Lunge. Ich habe ein bisschen zu hoch gezielt, ja. Jagdwertung 1 Stern, ja, weil ich halt mit dem falschen Kaliber drauf schieße. Warte mal. Also jetzt müssen wir mal gucken, welcher von beiden besser geeignet ist zum Schießen. Das ist ein Junge und der ist ausgewachsen. Nicht ausgewachsen, aber zumindest erwachsen, glaube ich. Und der steht da so richtig schön auf der Straße, ne? Und der ist 150 Meter entfernt. Schauen wir uns an. Also es ist sehr realistisch, was das Potenzial der Tiere angeht. Also zum Beispiel, du hast eine Herde von Hirschen und da sind 2 männliche Tiere dabei. Der eine ist ein Jungtier, hat 1 Stern als Trophäenwertung. Also das siehst du schon ne? Also der hat halt, oder 2 Sterne, sagen wir ja 2 Sterne. Und das andere ist ein ausgewachsener Bock. Ein alter Bock. Und der hat aber auch 2 Sterne. Dann macht es für dich mehr Sinn, den alten Bock zu schießen, weil sein Trophäenpotenzial sich nicht mehr verbessern wird, weil er halt schon alt ist.
Also aus den 2 Sternen werden keine 5 Sterne irgendwann. Nein. Er wird irgendwann verenden von alleine. Das funktioniert in dem Spiel auch. Und den jungen Bock würde ich stehen lassen. Weil der natürlich noch erwachsen wird und ausgewachsen wird und dabei halt sein Potenzial verbessern kann. Das heißt, halt sein Trophäenorgan wird wachsen und er wird nachher nicht mehr 2 Sterne, sondern 3 oder 4 oder vielleicht auch 5 Sterne. Und dann kann, wenn der dieses Potenzial erreicht hat, dann würde ich ihn schießen. Verstehst du, was ich meine? Also du musst halt auch schon darauf achten, welche Tiere schießt du wirklich aus der Herde raus. Da geht's lang. Man muss halt stehen, also wenn man die Spur einmal hat, kurz stehen bleiben, dann diesen Jagdsinn aktivieren, dann folgt diese Spur wie so eine Lichterkette. Ah, da ist er. Wir haben ihn gefunden. So. Ich habe das nämlich jetzt hier bei dem Beispiel genau so getan. Es war ein junger Bock in der Herde, der hatte, glaube ich, 1 Stern oder 2. Und der hatte die gleiche Bewertung, war aber schon älter. Darum habe ich den rausgeschossen. Hauptschlagader habe ich getroffen. Okay. Gibt's also auch. Okay, man kann auch die Hauptschlagader treffen. Verstehe. Aber ein schöner Weißwedel. Wir gucken mal in die Übersicht. Genau, der hatte 2 Sterne und war ausgewachsen. Aus dem wird nichts mehr. Aus dem wird nichts mehr. Darum können wir den rausknallen. Und den Jungen können wir laufen lassen. Es ist schwer, den richtigen herauszufinden. Auch gerade, weil die da irgendwie, weiß ich nicht. So, das ist er nicht. Das dahinter ist er. So, oh, ein bisschen zu hoch, ne? Bisschen zu hoch für Herz, aber Doppellunge. Dafür Jagdwertung. 5 Sterne. So. So, der ist nicht noch weggeflogen. Da liegt er. Oh, doch nicht so viel getroffen. Dachte, ich hatte ihn besser getroffen. Ah, das war der erste Schuss. Das ist der Fasan gewesen. Der ist einfach noch nicht tot gewesen. Ach so. Digga, der war nach so vielen Kugeln von der... Nach 4 Kugeln von der Schrot noch nicht tot. Und brauchte noch einen zweiten. Okay. Okay, krass. Guck mal, 2 Sterne. Ja, der muss raus. Der muss weg. Der muss weg. So, natürlich schöner Herztreffer. Da, genau da wollte ich hintreffen. Es hätte ein bisschen mehr ins Herz gehen können. Wäre er, glaube ich, gleich liegen geblieben. Aber er hat es nicht weit geschafft. So ausgewachsen, 2 Sterne, rausgeknallt, alles richtig gemacht. So soll es sein, weiß wieder. Ja, wie auch. Die fliegen immer so schnell los, die kriegst du gar nicht. Also... Enten fliegen deutlich langsamer. Ja, schöner Treffer. Oh ja, einmal alles bitte. Einfach mal blind ins Dings reingeschossen, aber ich habe, glaube ich, nichts erwischt. Nee.
Habe ich da zwei mit einmal getötet? Kann das vielleicht sein? Weil das so hart leuchtet hier. Also, erster Fasan. Schön. Erwachsen, nur Sterne. Musste raus. So, zweiter Fasan. Auch nochmal volle Breitseite. Musste auch raus. Top, schöner Treffer. Vier von fünf. Nicht schlecht. Der beste Fasan, glaube ich, heute. Ja, und das war's auch schon wieder mit dieser Folge Way of the Hunter. Es hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir haben einige schöne Sachen geschossen. Wir haben natürlich auch diesmal versucht, die schlechten Tiere aus der Herde rauszunehmen. Und ich freue mich, wenn ihr natürlich auch wieder beim nächsten Mal einschaltet. Bis dahin, macht's gut und ciao.